Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Home Fitness, schnell, einfach, effektiv. Heute mit Regeneration. Schön, dass du dabei bist. Entspann dich heute mit mir, mach so mit, wie du dich wohlfühlst. Nutze wirklich den heutigen Tag, um dich wiederherzustellen, um deinen Muskeln auch wieder Kraft zu geben, indem wir auch wirklich ganz bewusst atmen, indem wir auch ganz bewusst den Unterschied von nachher, vorher spüren und wahrnehmen. Also nimm dir wirklich Zeit für dich. Stell dich in eine hüftschmale Position. Ein Fuß hat dazwischen ungefähr Platz. Lass deine Knie etwas durchlässig. Richte natürlich gleich dein Brustbein nach diagonal oben. Lass die Schultern locker nach hinten unten fallen. Wenn du möchtest, schließe für einen Moment deine Augen, nimm dich wahr, wie fühlst du dich jetzt? Spürst du vielleicht den ein oder anderen Muskel von gestern oder vorgestern? Und spür auch deinen Atem, deine Atmung. Atme durch die Nase ein und durch die Nase oder durch den Mund, durch die Lippenbremse wieder aus. Beim Ausatmen wirklich ankommen, dich mit dem Boden verwurzeln. Ganz egal, was um dich herum passiert, konzentriere dich nur auf dich. Und mit dem nächsten Ausatmen öffnest du ganz langsam wieder deine Augen. Kommst im Hier an und lässt deine Schultern nach hinten kreisen, rechts und links im Wechsel, locker, entspannt, mit einer stabilen Körpermitte. Und dein Atem fließt immer noch. Nimm nur deine rechte Hand und jetzt tauchst du unten ein, stützt dich links ruhig ein und kommst mit dem Arm wieder nach oben. Deine Brustwirbelsäule bewegen. Und das Ganze auch mit der anderen Seite einstützen, eintauchen, größer werden. Dann bleibst du oben, streckst dich, ziehst dich lang. Räkel dich in alle Richtungen, Handflächen, Handrücken, gähnen, vielleicht auch in Richtungen ziehen, wo du dich heute noch nicht hinbewegt hast oder wo du das Gefühl hast, da möchtest du dich jetzt noch hindehnen und stretchen. Vielleicht ist es auch der untere Rücken, vielleicht möchtest du auch den Teil, der dir so ein bisschen unangenehm ist oder zieht, abreiben, abklopfen. Also mach das, wo du dich jetzt besonders wohl fühlst, durchbewegen oder wie gesagt abklopfen, abreiben, um dann irgendwann wieder zur Mitte kommen, beide Arme nach oben, einatmen, Schultern tief, lass deinen rechten Arm jetzt mal fallen, schau, ausatmen und deinen linken Arm aus und ein, aus und ein. Ganz locker lassen, wirklich auch fallen lassen, ist gar nicht so einfach. Meistens halten wir wirklich viel zu viel fest. Das Fallen lassen und locker lassen sollten wir wirklich auch üben. Dann nimm beide Arme hoch und jetzt lässt du dich nach vorne fallen. Ganz locker. Ein. Aus. Ein. Rund und locker.
Noch einmal, halte dann oben, bleib hier, öffne jetzt deine Arme, dein Bein, ein Bein geht auch zurück. Jetzt kannst du die Arme mal höher, tiefer, egal wie, wo es für dich am angenehmsten ist, du sollst die Dehnung vorne spüren und auch in der Frontallinie hier einatmen. Und mit dem Ausatmen Füße zusammen, Finger kreuzen und den Rücken ganz rund werden lassen. Nochmal anderes Bein einatmen, egal wo, spür nur die Aufdehnung vorne, ausatmen und rund. Ein, vielleicht auch mal höher und aus oder tiefer. Nochmal. Und jetzt bleibst du dann mit einem Bein, ganz egal welches es ist, hinten, bleibst hier, löst deine Arme und schwing mit dem Bein völlig entspannt nach vorne durch. Also ganz locker vor und zurück, Hüftgelenks, Mobilisation. Hinten bleiben und jetzt kreuz durchkommt zu dir mit der Außenkante. Und wenn links hinten ist, linken Arm nach oben und da federst du ganz sanft jetzt deine ganze äußere Linie weich, mach sie elastisch. Und dann kommst du wieder zurück zur Mitte. Löst und wechselst gleich, schwingst mit dem anderen Bein. Locker vor und zurück. Hinten bleiben, Außenkante absetzen und hier ganz sanft deine ganze Seite auffedern. Wieder zurück zur Mitte kommen und einen Moment mal nachspüren, wie du dich jetzt so fühlst, ob sich schon was verändert hat. Hat sich? Sehr gut. Jetzt nimmst du ein Bein und schüttelst mal den Fuß so richtig aus. Fußgelenk, geh weiter zum Knie, Hüftgelenk, so richtig von dir wegschütteln. Wenn du dich festhalten möchtest, mach das ruhig. Und dann kommst du auf beide Füße und verspürst deinen Fuß, dein ganzes Bein, deine Gelenke. Ist es jetzt anders? Merkt man sofort. Man schüttelt nur andere Seite, aktiviert alle Rezeptoren innerhalb der Gelenke. Ganz locker. Auch Fußgelenk locker lassen. Was wir auch schon haben, ist ein Tiefenmuskeltraining. Wir balancieren uns ja gerade auch aus. Und dann kommst du wieder zurück auf beide Füße. Spürst nochmal nach, was hat sich verändert und wie fühlt sich's jetzt an. Sehr gut. Dann machen wir das Ganze jetzt auch noch mit dem Arm. Komm in eine Grätsche, stütz eine Hand auf und die andere lässt du ganz locker. Handgelenk, Ellbogen, Schulter. So richtig loslassen. So, die Schulter mal den Arm so schwingen, mit der Körperkraft, mit dem Körpergewicht den Arm hin und her pendeln lassen. Und dann wieder lösen, zur Mitte kommen. Vergleich mal deine Schultern, wie sich die anfühlen. Merkst du das? Wie entspannt und tief die Schulter jetzt ist?
Also Rücken mal, andere Seite, Rücken mal zwischendurch, so ein bisschen schütteln, lockern, lohnt sich immer. Auch die Schulter, wie gesagt, du kannst auch mit deinen Beinen deinen Arm ins Pendeln bringen. Was dir gut tut, ist richtig. Und dann langsam wieder hochkommen, vergleichen. Hoffentlich sind jetzt beide Schultern so richtig tief, hinten, unten. Sehr gut. Dann stütz deine Unterarme ab und geh ganz leicht nach rechts, nach links, dehn die Innenseiten auf, hin und her wackeln. Bleib rückgleich da unten, nimm ein Knie nach unten und setz dich gleich hin. Fußsohlen aneinander, Knie nach außen, ungefähr ein rechter Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel. Nimm deinen Oberkörper jetzt nach vorne und jetzt ist ganz egal, wie weit du kommst. Alles ist richtig. Versuch dich mit jedem Ausatmen ein Stück weiter nach vorne fallen zu lassen. Nase ein, Mund aus, hineinschmelzen in die Dehnung, unterer Rücken. Und Hüfte natürlich. Und dann atmest du aus, richtest dich auf, stützt dich hinten ab, nimm deine Beine weiter als die Hüfte auseinander und lass die Knie nach rechts und nach links kippen. Hüftgelenke mobilisieren. Und zur Mitte kommen und deine Hände in die Oberschenkel einhängen, deinen Rücken ganz rund werden lassen, Kopf nach innen, zieh deine Schulterblätter auseinander und atme ein, richte dich nochmal auf, zieh dein Brustbein nach vorne, nochmal ausatmen, so richtig rund, nochmal einatmen, Brustbein nach vorne. Und dann rollst du dich ausatmend ganz langsam tief nach unten. Ziehst deine Knie zu dir ran, ganz klein werden. Unterschenkel fassen und rück so ein bisschen auf dem unteren Rücken hin und her. Kreisen, rechts, links, ran und weg. Spür, wie du den unteren Rücken massierst. Dann nimmst du die Knie mit den Händen, öffnest die Knie, schließt sie wieder. Und auch mal die Richtung wechseln. Und dann hältst du ein Knie angezogen, das andere Bein streckst du aus. Und jetzt nimm das Bein ungefähr in den rechten Winkel, die Arme zur Seite und lass das Knie völlig locker, mal nach links, mal nach rechts pendeln, ganz entspannt. So weit, wie es für dich angenehm ist. Dein Atem fließt.
Komm zur Mitte. Und jetzt streckst du den Fuß nach unten aus. Und jetzt vergleiche mal, wie sich deine beiden Körperseiten anfühlen. Faszinierend, oder? Wie tief die Seite liegt, wo du jetzt gerade oben hattest. Das Bein fühlt sich bestimmt auch länger an. Ich würde sagen, wir entspannen auch noch die andere Seite, oder? Ranziehen. Ganz locker. Und rechts nach links. Noch einmal und dann wieder zur Mitte kommen, den Fuß wieder nach unten ablegen und kurz wieder hineinspüren. Hoffentlich wieder gleichmäßig jetzt. Jetzt holst du einfach mal ein Bein über die Seite ran, Knie nach außen, stellst es auf und lässt es mit dem Ausatmen ganz entspannt nach unten sinken. Nochmal einatmen, hoch und ganz locker aus. Ohne Muskelkraft, wirklich ganz locker, also möglichst wenig Kraftaufwand. Bleib dann gestreckt und vergleiche auch gleich hier dein Hüftgelenk mit der anderen Seite. Vielleicht liegst du jetzt noch entspannter. Und dann machst du das Ganze auch mit dem anderen Bein. Einatmen, aus. Mit einem Tempo und entspannt liegen lassen und nachspüren, wie sich jetzt deine beiden Seiten so anfühlen, hoffentlich entspannter. Nimm dann das rechte Bein zur Seite, zieh dein linkes nach und versuch deinen ganzen Oberkörper auch ein Stück nach rechts rüber zu biegen, dass du wie ein Mond da liegst, dein Becken ist am Boden. Und schließ rück die Augen und versuch in die Nase ein und durch den Mund wieder auszuatmen. Und mit jedem Einatmen verlängerst du deine linke Körperhälfte, die Seite, die jetzt länger ist. Dann nimmst du ein Bein zurück, anderes Bein zurück, Oberkörper in die Mitte. Spür einen Moment nach, jetzt ist bestimmt auch eine Seite länger. Und dann nimmst du das andere Bein zur Seite, anderes Bein zieht nach, Oberkörper zur Seite. Nochmal deine Außenseite spüren, ein- und ausatmen. Und die Seite wird immer länger und länger. Atme ruhig in den Bauch ein und aus. Und dann nimmst du langsam ein Bein zur Mitte, anderes Bein, Oberkörper. Vergleichst nochmal, ob du jetzt gleichmäßig liegst.
Jetzt schieb deine Fußspitzen Richtung Schienbein und deine Fersen mal rechts und links nach vorne weg, sodass du dein Iliosakralgelenk bewegst, also im unteren Rücken oder Verbindung Beckenkamm, Wirbelsäule, da sollte jetzt Bewegung stattfinden. Dann wieder zur Mitte kommen, nacheinander deine Knie ranziehen, fass deine Unterschenkel, öffne deine Knie und jetzt atme aus und lass dich mit dem Ausatmen auf eine Seite kippen, ganz entspannt. Mit dem Einatmen öffnest du dein oberes Bein, ziehst nach und kommst entspannt auf die andere Seite. Wieder einatmen, öffnen. Und ausatmen zur Seite. Dein eigener Rhythmus. Massierst deinen Rücken. Massierst deine Organe. Versuch immer etwas länger aus als einzuatmen. Das lange Ausatmen entspannt. Dann bleibst du auf einer Seite liegen. Am besten so, dass du den Blick zu mir richten kannst. Legst dich ab. Unteres Bein ist angezogen. Fass deinen oberen Fuß und jetzt schieb den Fuß in deine Hand. Schau mal, Oberschenkel ist parallel zum Boden. Und drück jetzt wirklich kraftvoll in die Hand. Spür den Hüftbeuger. Spann dein Gesäß an. Hier vorne sollst du es spüren. Merkst du? Dann lässt du dein Bein nach vorne sinken, Hände kreuzen, Kopf ablegen und deinen Ellbogen zurücköffnen. Dein oberes Knie schiebt nach vorne. Jetzt dehnst du die Brustmuskeln, natürlich auch Bauch und Rücken. Lass dich auch da mit jedem Ausatmen ein Stück tiefer sinken. Ganz vorsichtig wieder den Ellbogen zurück, über die Seite hochdrücken. Und jetzt, wenn der obere Fuß, das obere Bein hier ist, dann kreuzt du den mal. Ziehst dich in die Aufrichtung. Du kannst das untere Bein auch ausstrecken, wenn es angenehmer ist. Spür schon die Dehnung im Gesäß, oder? Richte dich auf und vielleicht magst du dich zusätzlich noch drehen. Mit geraden Rücken wirklich aufrichten. Dann kommst du langsam wieder zurück, kommst auf die Seite. Wir fangen an mit den Beinen im rechten Winkel. Oberes Bein nach hinten, Knie vorne angezogen, Oberschenkel parallel zum Boden, Fuß in die Hand schieben, Hüftbeuger, Oberschenkel wahrnehmen, richtig dagegen drücken. Sehr schön. Dann löst du wieder auf, Knie übereinander,
Hände kreuzen, Kopf in die Hände legen, oberes Knie nach vorne, möglichst weit und mit dem Ausatmen zurück. Mit jedem Ausatmen vielleicht ein Stück tiefer sinken. Mit dem nächsten Ausatmen wieder zurück. Drück dich hoch. Ein Bein, das wieder kreuzt. Vielleicht das untere Bein ausstrecken, wie es für dich angenehm ist. Dehnung im Gesäß wahrnehmen. Ganz geraden Rücken und vielleicht dir auch noch nach hinten aufdrehen. Und dann ganz langsam wieder zurückkommen zur Mitte. Gleich mal ein Bein zum anderen legen. Komm auf deine Knie, auf die Hände, mach den Rücken ganz rund. Und dann ziehst du den Bauchnabel zum Boden, Hände ein Stück vor. Und jetzt schiebst du dein Steißbein Richtung Decke und trittst rechts und links mit deinen Füßen nach unten. Dehn die ganze Rückseite, rechts und links im Wechsel. Deinen Oberkörper in die Bewegung mit. Und während du so trittst, gehst du nach vorne zu deinen Händen, beugst die Knie, stützt dich auf und roll dich langsam zum Stehen nach oben. Sehr schön. Alles gut. Lockere dich aus. Lass die Schultern nochmal kreisen. Den Atem fließen, beide Schultern ganz tief ziehen, mit der linken Hand deine rechte, schau mal, nehmen und tief ziehen und dein Kopf geht auf die andere Schulter, das Ohr, genau. Den Nacken entspannen. Nochmal wechseln. Andere Hand fassen, tief ziehen die Schulter. Morgen gibt es Intervalltraining, wenn du Lust hast. Lass es dir heute noch mal so richtig gut gehen. Komm zur Mitte. Lass den Kopf nach vorne hängen. Du kannst auch mit den Händen ganz leicht ein Stück nach vorne ziehen. Atme aus. Richte dich auf. Atme ein, mach dich lang. Atme aus und lass dich fallen. Nochmal einatmen, Länge. Nochmal ausatmen, lösen, einatmen, Länge und jetzt recken und strecken in alle Richtungen. Gähnen, ausatmen, die Arme öffnen und entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wenn du möchtest, bleib nochmal hüftschmal stehen. Schließe für einen Moment deine Augen und nimm dich nochmal wahr. Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich dein Stand an? Deine Aufrichtung? Fühlst du dich entspannt? Durchbewegt? Wohl in deiner Haut? Wie fühlt sich dein Atem an? Atmest du durch die Nase ein
Mund aus. Versuch deinen Atem zu verlängern beim Ausatmen. Nimm die Haltung und die Wahrnehmung für dich mit in den Tag, Nachmittag, Abend, was auch immer. Atme aus, öffne deine Augen. Und wenn du möchtest, schüttel dich noch mal so ein bisschen durch. Alle Rezeptoren innerhalb der Faszien aktivieren. Und vielen Dank nochmal fürs Mitmachen. Sehr fleißig. Wenn es dir gefallen hat, natürlich freue ich mich über einen Gefällt mir, einen netten Kommentar unten. Vielleicht hast du Lust, meine Arbeit auch zu unterstützen. Ich danke dir und vor allem, wenn du es schon tust, natürlich vielen, vielen Dank. Der Link wäre unter dem Video, da steht deine Unterstützung. Klick drauf und dann kannst du mich mit was es dir wert ist im Monat unterstützen. 2,50, 5 Euro, 10 Euro, 20, 50, was auch immer. Vielen, vielen Dank nochmal. Lade noch jemanden ein, sich mitzubewegen. Du findest übrigens die ganze Reihe Playlist da oben bei dem Infopunkt. Du findest sie auch auf meinem YouTube-Kanal in den Playlists. Also schau da einfach mal rein, da steht dann Home Fitness schnell, einfach, effektiv. Wenn du da draufklickst auf die ganze Reihe, erscheint dann auf der rechten Seite, erscheinen alle Videos, wenn sie schon online sind. Ansonsten kommt jeden Tag ein neues dazu. Wenn du Lust hast, sei beim nächsten Mal dabei. Das heißt, wir sehen uns vielleicht morgen, oder? Oder ganz einfach bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich auf dich. Bis dann.